Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Assassin's Creed Discovery Tour Valhalla. Erinnert ihr euch an die erste Folge Eide und Ehre? Thorstein und Gunnhilda sind ein junges, ehrgeiziges Paar, das Harald Schönhaars Aufmerksamkeit erregen will. Doch am Tag vor Thorsteins erstem Raubzug bringt ein neidischer Rivale all ihre Pläne in Gefahr. Jetzt geht's mit dieser Geschichte weiter. Seetüchtig, 870, Alrekstadt, Norwegen. Nach 5 Jahren auf Raubzügen kommt Thorstein zurück. Nun will er mit seiner Frau gen Westen segeln und dort ein neues Leben mit ihr aufbauen. Doch dafür braucht er Haralds Zustimmung, der ihn vielleicht nicht gehen lassen will. So entriss ich seinen Händen das Buch und nahm den Einband an mich. Diese Ernte werde ich mir mindestens einen weiteren Trell leisten können. Diese Sachsen und ihre Bücher, als wären sie wertvoller als ihr eigenes Leben. Doch wenn niemand bleibt, der von dem Geschriebenen berichten kann, wer erinnert sich dann daran? Ganz zu schweigen davon, wie sie mit ihren Toten umgehen. Knochen oder Holz in goldene Kisten zu legen? Wie das ihren Gott ehren soll, ist mir ein Rätsel. Warten wird's nicht leichter machen. Thorstein, der Held vieler Geschichten. Ich konnte dich nicht vorbeilassen, ohne den Stich deiner Worte zu spüren. Bei meiner Laune hättest du mit Stichen Glück. Mir ist eher nach Peitschen. Dann fangen wir an. Von der Insel Elge wird viel gar genommen. Hättest du vom Gewinn etwa auch gern was bekommen? Also Thorstein, das kannst du doch sicherlich besser. Alle sagen, du meisterst gar jedes Gefecht? Ich prahle nicht gern, doch da hast du wohl recht. Der Händler mit der Silberzunge schlägt wieder zu. Nur schade, dass Harald dich weit überstrahlt. Für so einen Spruch hat schon mancher gezahlt. Eine ordentliche Drohung in tadellosem Versmaß. Ach, wie habe ich dich vermisst, Thorstein. Ich glaube, du wurdest fürs Erste genug gestochen. Die große Halle konnte, wie hier abgebildet, ein eigenständiges Gebäude oder ein großer zentraler Raum im Langhaus des Häuptlings sein. Sie war das Herz der Gemeinschaft und unter ihrem Dach wurden tiefe Bande geschmiedet, verändert und manchmal gebrochen. Das Haus des Anführers, das auf diesem Bild zu sehen ist, wurde wieder aufgebaut, nachdem Überreste eines Langhauses aus dem 6. bis 10. Jahrhundert gefunden wurden. Es ist 83 Meter lang und 9,5 Meter breit, womit es das längste jemals gefundene Langhaus ist.
seine Macht zu sichern, musste ein Anführer seine Mitstreiter bei Laune halten und das ging am besten durch Wohlstand, ob nun durch Handel oder Krieg. Nordische Anführer brauchten Beute und Schätze, um sie unter ihren Verbündeten zu verteilen. So kauften sie sich ihre Treue. Ein Schwert wie dieses könnte ein wohlhabender Anführer einem treuen Verbündeten gegeben haben oder einem, dessen Treue er sich sichern wollte. Thorsten! Unserer Küste warst du fern, doch nicht meinen Gedanken. Es gibt etwas, das ich sagen muss, mein Jarl. Ha, so förmlich! Hat die Überfahrt unserer Freundschaft aus deinem Geist getilgt? Keineswegs. Die Freundschaft allein gibt mir den Mut zu sprechen. Sprich also. Ich höre dir zu. Ich bin des Plünderns müde, Harald. Ich will mich niederlassen, wo es dunkle, reiche Erde gibt. Ich will uns ein Heim schaffen und mit meinem Weib dort alt werden. Du bist noch jung, mein Freund. Dir bleibt viel Zeit, um mit einem Säugling auf dem Schoß grau zu werden. Nein, mein Jarl. Ich habe es bereits zu lang aufgeschoben. Heute suche ich ein Schiff. Ich kann keines erübrigen. Dann werde ich eins kaufen. Gib es vielleicht in Auftrag. Ich hoffe, dieser Unsinn kann noch ein Jahr warten. Wenn es sein muss. Dies richtet sich nicht gegen dich, mein Jarl. Meine Liebe für dich ist ungebrochen, doch die für meine Frau wird mit jeder Abwesenheit nur stärker. Ich hoffe, du wirst meiner Reise letztlich doch noch deinen Segen geben. Geh! Ich sage Gunhilda besser, dass wir keine Hilfe von unserem König bekommen. Da Langhäuser den Mittelpunkt der nordischen Gemeinschaften darstellten, war schnell klar, dass sie auch in Assassin's Creed Valhalla eine große Rolle spielen mussten. Wie jeder echte Wikinger schläft Eivor nicht nur im Langhaus, sondern richtet dort Feste aus und plant Schlachten. Aber wie sollten sie aussehen? Das Art Direction Team unternahm zunächst einen Ausflug auf die Lofoten in Norwegen, um sich mit dem Land vertraut zu machen und Material zu sammeln. Und Schokolade. Ihre Fotos dienten dann als Grundlage für das Design von Farbmustern, Tierschnitzereien, Fresken und Ähnlichem, mit denen die eigene Siedlung geschmückt werden kann. Die angelsächsischen Langhäuser im Spiel bestehen dagegen aus Materialien wie Heu und Kalkstein, mit weniger detaillierten Verzierungen. Sie sollten den Wikingern ja nicht die Show stehlen. Nordwegen stellte eine wichtige Route dar. Ihn zu kontrollieren hieß, den Handel zu kontrollieren. Gegen Ende des 9. Jahrhunderts war Alrek Stadir zum Sitz königlicher Macht und dem Ausgangspunkt für geschäftliche wie militärische Unternehmungen geworden. Das Design von Alrek Stadir in Assassin's Creed Valhalla wurde stark von Bryggen, dem historischen Hanseviertel in der heutigen Stadt Bergen, inspiriert.
Eine gute Möglichkeit, Unglück auf einer Reise abzuwehren, war es, vor dem Segelsetzen mit allen Tabus vertraut zu sein. Neben anderen Fähigkeiten für die Seefahrt wurden Tabus von Vater zu Sohn, von Fischer zu Fischer weitergegeben. Diejenigen, welche kühn oder dumm genug waren, die Warnung der älteren Generation in den Wind zu schlagen, riskierten es, den Zorn der Götter auf sich zu ziehen und ihre Fahrt sowie diese unglückselige Besatzung vorzeitig zu beenden. Zu einer Welt, die einen in den Bann zieht, gehören auch die Geräusche von Eivors Interaktionen mit der Umgebung. Die farbigen Oberflächen hier erzeugen alle einen bestimmten Klang, wenn sie betreten werden. Und ja, jedes Objekt mit Klang und Animation ist in der Spielengine so markiert. Braune Felder stehen für einen hölzernen Klang. Wahrscheinlich, weil Holz braun ist. Keine Ahnung. Gelbe Felder klingen nach Textilien. Wenn Eivor auf einer dieser im Spiel unsichtbaren Flächen läuft oder sie anfasst, wird automatisch der verknüpfte Sound abgespielt. Doch dieses System hat auch eine zweite, dunklere Seite. Denn damit konnten Klangfallen gelegt werden, die Wachen und Gegnern Eivors Anwesenheit verraten. Segnung des Schiffes. Der Kiel hier abgebildet war das Rückgrat des Schiffes. Überlieferung zufolge gab es ein Benennungsritual für Boote, das als Blutgewöhnung des Kiels bezeichnet wird. Der Begriff scheint auf ein Menschen- oder Tieropfer hinzuweisen, um die Götter gnädig zu stimmen, war aber wahrscheinlich eher eine Metapher. Gleichnisse und Metaphern kommen oft in der nordischen Dichtung und in den Legenden vor. Diese Metapher deutete womöglich, die Füße des Schiffs nass zu machen, es also ins Wasser zu lassen. Der Rumpf eines Langschiffs bestand vor allem aus Hartholz, welches wegen der Stabilität ausgewählt wurde. Das Holz wurde sorgfältig mit einer Axt entlang der Maserung gespalten, um biegsame Bretter zu fertigen. Für den Mast wurde Weichholz verwendet, das nicht nur biegsam war, sondern auch die nötige Länge bot. Die für den Bau von Langschiffen verwendeten Bäume variierten je nach Region. In Dänemark gab es beispielsweise viele Eichen und so wurden aus ihnen wahrscheinlich auch Langschiffe gebaut. In Norwegen fällte man dafür eher Eschen oder Kiefern. Dieses konstruierte zeremonielle Langschiff ist ein ausgezeichnetes Beispiel für den typischen Rumpf und Mast. Thank you.
Die Skandinavier begannen im 7. oder 8. Jahrhundert Segel auf ihren Schiffen zu verwenden. Während sie sich zuvor einzig auf Ruder zur Fortbewegung über das Wasser verlassen hatten, setzten sie nun das berühmte viereckige Segel ein, das auf diesem Runenstein zu sehen ist. Es gibt mehrere mögliche Gründe, warum Segel hinzugefügt wurden. Beispielsweise könnte ein Zusammenhang mit dem wachsenden Wohlstand und Landbesitz unter den Skandinaviern bestehen. Man brauchte eine Menge Pfademahl, um ein Segel herzustellen. Also viele Schafe und Weideland. Wer Segel besaß, hatte vermutlich Zugriff auf viel Land und Geld. Man kann kein Wikingerspiel machen ohne ein großartiges Langschiff. Das ist quasi Gesetz. Schließlich sind die Nordleute bis heute für ihre Bootsbaukünste berühmt und berüchtigt. Um dem gerecht zu werden, gab das 3D-Team aus Montreal die Dimensionen und Formen vor. Und das Design-Team in Singapur entwarf 48 verschiedene, von der nordischen Mythologie inspirierte Langschiffe. Das Ergebnis spricht für sich. Beplankungen in Klinkerbauweise für gute Hydrodynamik, flache Kiele für seichte Gewässer und sogar ein umlegbarer Mast, um Brücken passieren zu können. Also, setz die Segel, mögen dir die Winde und Wellen gewogen sein, und nimm belegte Brötchen mit. Stevenköpfe hatten, wie hier zu sehen, oft Tiere oder Monster zum Vorbild. Oder sagt man Stevenköpfe? Ich weiß es nicht. Sie waren nicht nur zur Zier, sondern sollten bewusst die Schutzgeister feindlicher Gebiete verängstigen. Wenn die Wikinger den Erfolg eines kriegerischen oder kommerziellen Unterfangens sicherstellen wollten, zeigten sie den Stevenkopf ihres Schiffes, wenn sie sich der Küste näherten, um die Landfalltiere ihrer Feinde bzw. Rivalen einzuschüchtern. Beim Besuch eines befreundeten Gebiets wollten die Nordleute die dortigen Geister nicht beleidigen oder verschrecken, somit nahmen sie den Kopf vor der Ankunft vom Bug, um weniger bedrohlich zu wirken. Fisch wurde vor allem getrocknet gegessen. Dafür wurde der Tagesfang einfach auf ein Holzgestell gelegt und den Rest erledigten die frische Luft und die Sonne. Am Ende des Tages war der Fisch trocken und essfertig. Um ein Langschiff zu bauen, wurde dem Rumpf zuerst ein Kiel, das Rückgrat eines Schiffes, hinzugefügt. Der Rumpf war Klinker gebaut, seine Planken überlappten wie Fischschuppen. Die Bretter wurden mit Nägeln vernietet und dann mit in Pech getränktem Hanf und Pferdehaar abgedichtet. Dadurch sollte verhindert werden, dass Wasser während der Fahrt durch den Rumpf drang. Danach wurde der Mast mit Hilfe eines fischförmigen Holzstücks mit dem Rumpf verbunden. Damit wurde dafür gesorgt, dass das Segel am Mast sich nicht dem Wind widersetzte, sondern mit ihm bewegte. Diese Anpassungsfähigkeit macht das Langschiff in Kombination mit der Beweglichkeit des Schiffsrumpfs elastisch. Statt die Wellen zu spalten, glitt es durch sie hindurch. Thank you.
Anders als im Christentum hatten die Wikinger keinen Klerus, also keine Gruppe oder Institution, die für religiöse Rituale zuständig war. Stattdessen konnten Menschen verschiedener Altersgruppen, Geschlechter und Hintergründe die skandinavischen Rituale durchführen. Die private Anbetung von Ahnen und Göttern wie Thor, dessen Hammer auf diesem Runenstein abgebildet ist, geschah unter Aufsicht des Familienoberhaupts. Öffentliche Zusammenkünfte und Rituale wurden vom Oberhaupt der Gemeinde, einem Jarl, geleitet. Rudi, deine Hände sind doch hoffentlich noch geübt. Sie sind bereit, selbst im schlimmsten Wintersturm Knoten zu binden. Ich schwöre es. Und Sie bringen es den ganzen Weg von Eikondasund hierher? Sicher nicht. Meine Eltern sind nie weiter als Netafall gereist und beschwerten sich die ganze Zeit über das Essen. Hast du ihnen erzählt, dass du nach Westen segeln willst? Noch nicht. Sie haben auch schon zuvor Segel für Thorstein gewebt. Sie brauchen nicht zu wissen, dass es diesmal anders ist. Nicht, ehe unsere harte Arbeit Früchte trägt. Ulla, lang ist es her. Fürwahr. Die Zeit hat dich härter gemacht, mein Freund. Und mich auch. Nun, wie hat Harald es aufgenommen? Harald wird uns nicht im Weg stehen. Aber helfen wird er uns auch nicht. Oh. Hat er dir wenigstens seinen Segen gegeben? Leider nein. Oh, Liebling, er wird seine Meinung ändern. Er liebt dich sehr. Und so fällt es ihm nicht leicht, dich herzugeben. Wie ich sehe, hast du zumindest schon dein Versprechen erfüllt, uns Reisegefährten zu finden. Diese Haufen Nichtsnutze? Die sind nur als Ballast dabei. Ah, niemals sah ich dann besseren Ballast. Ein guter Anfang, aber wir werden noch mehr brauchen. Und auch einen Steuermann. Ich weiß, ich habe bereits einige Namen gesammelt. Ah, mein Laedarstjana. Ulf, es ist schön, dich wiederzusehen. Ich konnte doch nicht die Gelegenheit verpassen, mit dem mächtigen Thorstein zu segeln. Imwald, ich brauche ein Schiff. Mein Weib und ich gehen in das Land jenseits der See. Harald wird dafür sicher nicht aufkommen. Hast du deine Taschen beim letzten Raubzug wirklich so gut gefüllt? Ich habe genug Gold, um die Kosten zu decken. Holz, Segel, wirklich alles? Gunhildas Familie wird die Segel beisteuern. Den Rest erwerbe ich. Ach, du hast viel Glück. Ich weiß. Sprich mit Skaga wegen eines Kiefernmasts und mit Jani wegen der Nägel. Sag ihm, ich erwarte, dass er in Zukunft pünktlich liefert. Mal sehen, was sich machen lässt. Thorstein, was führt dich auf meinen Hof? Imwald schickt mich. Eiche oder Kiefer? Entschuldige, was? Schiffsbau ist dir neu, oder? Komm mit, du lernst mehr, wenn du es selbst tust. Entferne mit dieser Axt die Borke von dem Stamm. Darunter wirst du feinstes Kiefernholz finden, biegsam und leicht, das dem Wind nachgibt. Genau richtig für einen Mast. Sobald du ein Gefühl für dieses Holz hast, komm zu mir und ich zeige dir ein anderes.
klopfe sanft die Keile hinein. Wir wollen, dass der Stamm so gerade wie möglich gespalten wird. So bekommen wir lange, harte Eichenplanken für den Rumpf deines Schiffes, um dich und dein Fellag zu beschützen. Ich warte dort drüben auf dich. Hobelt man das Holz, liegen die Planken dicht und eng aneinander, ohne Lücken oder Astlöcher, die mitten auf See nachgeben könnten. Je glatter die Bretter, desto glatter die Reise. Nun gut, welche Art Holz hat Imwald dich denn holen geschickt? Kiefer, für einen Mast. Ich lasse deinen Mast zur Schiffswerkstatt bringen, sobald er fertig ist. Bist du auf der Suche nach etwas? Mich schickt Imwald. Natürlich tut er das. Er hat diese Nägel aus Achwaldsnäs ausprobiert und ich wette, die haben sich im Salzwasser aufgelöst. Ich nehme nur reines Eisen, weswegen ihm nicht gefällt, was ich verlange. Dafür segelt man dann nicht plötzlich in einem durchlöcherten Eimer. Ah, geh in den Laden. Du kannst eine Kiste von dem Stapel an der hinteren Wand nehmen. Aber sag ihm, er muss im Voraus zahlen, wenn er mehr will. Ich bin es, der den Bau des Schiffs in Auftrag gibt. Sorg dich nicht um die Bezahlung. Irgendwann zahlt er schon, sicher. Imwald fertigt Schiffe, die auf den Meereswellen singen. Aber etwas Schlichtes wie Schulden und Silber kommt ihm nicht in den Sinn. Keine Sorge, ich rede mit ihm. Hol dir deine Nägel. Da bist du ja endlich. Nun fehlt nur noch eine letzte Sache. Folge mir. Welches Tier würde dir am besten an deinem Bug gefallen? Ich habe 3 zur Auswahl, also kannst du den Geist wählen, der am besten deinen Absichten entspricht. Ich brauche außerdem noch einen gesegneten Glücksbringer von dir, der in den Bug kommt. Aber das hat noch viele Monate Zeit. Sieh sie dir an und sag Bescheid, wenn du Fragen hast. Erzähl mir etwas zur Schlange. Ein Bug mit Schlangenkopf sorgt dafür, dass du die Wellen mit einschüchternder Leichtigkeit und Stetigkeit beherrschst. Ist das der Bug, den du willst? Ich bin unsicher. Lass dir Zeit. Erzähl mir etwas zum Pferd. Das Pferd? Eine gefährliche Wahl. Aber du kannst darauf zählen, dass es dich schnell zum Hafen bringt. Mit den richtigen rituellen Vorkehrungen, versteht sich. Ist das der Bug, den du willst? Ich bin unsicher. Lass dir Zeit. Erzähl mir etwas zum Elch. Der Elch wird mit dem Kreislauf von Leben, Tod und Wiedergeburt in Verbindung gebracht. Das könnte für einen neuen Anfang in fernen Landen recht passend sein. Ist das der Bug, den du willst? Ich bin unsicher. Lass dir Zeit. Erzähl mir etwas zur Schlange.
Ein Bug mit Schlangenkopf sorgt dafür, dass du die Wellen mit einschüchternder Leichtigkeit und Stetigkeit beherrschst. Ist das der Bug, den du willst? Ja. Ausgezeichnet. Dann können wir beginnen. Jörmungand, ich brauche deine Kraft und Stetigkeit. Schütze uns auf unseren Reisen. Thorstein. Ja, mein Jarl? Ich war kindisch. In meiner Freude, dich zu Hause zu sehen, war ich noch nicht bereit, deine baldige Abreise zu besprechen. Obendrein noch ohne Wiederkehr. Bitte, nimm dies an. Mit meinem Segen. Wunjo, die Rune der Wonne und Verbundenheit. Warum auch nicht? Du warst mir immer der treueste Bruder. Es war mir eine Ehre und eine Freude, dich in meinem Felag zu haben. Auch wenn die Zeit nun kurz ist. Der Tag ist endlich gekommen. Gar allzu bald. Viele kamen vor dir und viele werden nach dir folgen. Doch wenn ich sterbe, wird deine Freundschaft mein Herz erhellen, derweil ich an Walhalls Toren warte. Dort werden wir uns wiedersehen. Geh nun. Mögen die Winde dich schnell zu sanften Landen und großem Reichtum bringen. Möge dein Name nie vergessen werden. Behandle sie gut, Thorstein. Dafür wird mein Weib schon sorgen. Nie sah ich eine Frau mit so viel Liebe für ein Schiff. Und ich sah noch nie solch ein prächtiges Segel. Wenn du je zurückkommst, kann sie bei mir anfangen. Und ich kann Skagas Lehrling werden. Ein guter Plan. Du hast noch Schulden wegen der letzten Nägel. Ingvald sagte, er hätte bezahlt. Ich mach doch nur Spaß. Lebe wohl, Thorstein. Du ebenso. Ich werde deine vernichtenden Antworten vermissen, Thorstein. Und ich deine unerträgliche Überheblichkeit. Die Götter mögen dir zulächeln, mein Freund. Ein gutes Schiff für einen guten Mann. Und die beste Handwerkskunst, die ich je erblickte. Du hast uns wahrlich gesegnet.